Ich stehe hier am Lützestand auf der SPS IBC Drives 2018 mit Jessica Stoll vom Lütze Vertrieb. Frau Stoll, der Bereich Connectivity wächst bei Lütze seit Jahren stetig. Woran liegt das? Das stimmt, der Bereich hat enorm zugenommen. Das liegt zum einen an der Digitalisierung, Stichwort ist hier Industrie 4.0. Zum anderen supporten wir den Bereich Connectivity einfach enorm, indem wir immer wieder neue attraktive Produkte in den Markt mit aufnehmen und so unser Portfolio erweitern können. Was zeigen Sie hier in Nürnberg aus diesem Bereich für Neuheiten? Wir haben unseren M12-Komponente erweitert um eine Federzugklemmtechnik. Das kann ich auch mal gleich zeigen. Wir haben hier den Stecker mit einer Farbkodierung. Die Hebel kann man einfach auf und zu machen, ganz einfach zu verstehen. Dann werden die Adern, Endhülsen oder die Litze selbst, beides ist möglich, in die passende Öffnung hinzugefügt, geschlossen, durchdrücken und verschraubt. Das Ganze alles ohne Werkzeug, das heißt, wir haben hier nicht das Risiko, sich zu verletzen, indem man mit dem Schraubendreher abrutscht oder Kleinteile zu verlieren, wie die Schraube selbst. Die Konfektion ist vibrations- und schockgesichert und das alles mit einer Zeitersparnis von 30%. Wir haben hier die M12-Steckverbinder zum gleichen Preis wie eine herkömmliche Federzugklemmtechnik. Welche Industrie 4.0 Highlights zeigen Sie noch? Wir haben Komponenten aus dem 10 Gigabit Bereich dabei. Dazu gehört unsere Cat6A Wanddurchführung. Das heißt, das ist, wie der Name schon sagt, eine Verbindung vom Schaltschrankinneren ins Äußere. Die kann dauerhaft sein durch eine M12 oder eben als Service-Schnittstelle mit einer ER45-Buchse angeschlossen werden. Wo sehen Sie den Trend im Servobereich? Den sehen wir ganz klar bei der OCT-Hybridleitung. Das OCT steht für One Cable Technology, also ein Kabellösung. Der Anwender hat einfach den enormen Vorteil, dass er weniger Montageaufwand hat und auch platzsparender arbeiten kann. Zudem hat er geringere Lagerkosten und Verwaltungsarbeit zu leisten. Und als Beispiel haben wir auch dabei die Lütze OCT-Hybridleitung nach Beckhoff-Standard. Vielen Dank für die spannenden Connectivity-Einblicke.